Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Heute kümmern wir uns mal um die kleinen Sachen im Leben. Also, nee, anders. Ich habe heute Morgen gedacht, heute isst man Steak. Habe einen Tiefkühler gegriffen und habe mir ein Steak rausgezogen. Ich habe noch ein bisschen geschlafen, glaube ich, und habe leider eins von Saskias erwischt. Was für mich mit ca. 320 Gramm leider zu klein ist. Deswegen brauchen wir ein bisschen was, was wir da aufpeppen. Außerdem bin ich sowieso gerade im Steak-Modus und suche mir ganz, ganz viele Rezepte raus, wie ich ein geiles Steak noch geiler machen kann. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen heute Steak Focaccia. Wie das geht, was ihr dazu braucht, zeige ich euch jetzt. Zack, Zutaten, Freunde. Guck mal, relativ übersichtlich, ne? Ist nicht viel auf dem Tisch. Ist aber auch nicht so schlimm, ist ja eine kleine Geschichte heute. Also, wir brauchen Steak. Wasser, da nehmt, ist völlig egal. Hauptsache ein wohlschmeckendes Steak. Wir haben hier ein kleines Ribeye vom Hofer Meer, aber das war halt die Saskia Collection, ne? Dann brauchen wir noch ein paar Tomaten. Wir brauchen ein bisschen Mozzarella. Nehmt da Kuh- oder Büffelmozzarella, was ihr gerade da habt. Wir brauchen ein bisschen Basilikum, ist aber mehr Deko. Wir brauchen Focaccia. In dem Fall hier diese wunderschönen Fertig-Focaccia. Kriegt ihr ja mittlerweile in jedem Supermarkt. Könnt ihr auch ohne Probleme kaufen. Die Dinger gehen immer. Ein bisschen Olivenöl. Wir brauchen ein bisschen Balsamico-Creme. Ja? Und an Gewürzen von der Spice Bar. Fleur de Sel. Wir brauchen ein bisschen Hello Mediterraneo. Wir brauchen ein wenig Kokosblütenzucker, wer hätte das gedacht? Und ein bisschen Whisky-Pfeffer in der Mühle. Freunde, Gutscheincode SPICY030BARBECUE, 5 Euro Rabatt auf euren Warenkorb, ab 15 Euro bei der Spicebar. Unbedingt mal auschecken, die anderen Gutscheincodes fürs Fleisch und die geilen Klamotten hier, wie immer, unten in der Box. Werbung Ende. Los geht's. Oh, und fast noch das Wichtigste vergessen. Prost, Freunde, auf euch. Jetzt geht's los. Wir starten mit dem Steak. Nur kurz salzen, wie immer, Freunde, beide Seiten ordentlich absalzen. So ist das gut. Und jetzt auf den Grill. Kommt mal rum. Also, der Bröcking läuft auf der kleinen Seite. Zwei Brenner, volle Pulle, 350 Grad, Deckelthermometer reicht aus. Ne? Steak auflegen. Zack. Weil das ganze Ding ja gleich noch auf die Focaccia kommt, werden wir jetzt bloß ein bisschen Röstaromen rangeben. Also eine Seite, 90 Sekunden kurz drehen, kleines Muster rein, einmal umdrehen und dann wird es auch gleich aufgeschnitten. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen Blue sein, aber das zieht auf der Focaccia nachher nach. Also, grillen. Wir drehen das erste Mal komplett. Ja, guck mal, ist schon ein bisschen Muster drauf, ne? Gleiches Spiel, zweite Seite. Zack, knapp 6 Minuten später, wir gucken mal. Oh ja, das sieht schon ganz gut aus, oder Freunde? Ist aber doch ein ganz schöner Brocken. Ganz roh wollten wir es nicht haben, also lege ich es noch mal kurz rüber. Wir haben hier drüben jetzt nur einen Brenner an, fahren so ein bisschen Backofen-Style, ungefähr 100, 120 Grad. Da lassen wir es jetzt noch 2, 3, 4 Minuten liegen und dann gucken wir. Und weiter geht's, knappe 4 Minuten später. 4 Minuten später. Wir haben circa, ich habe gerade gemessen, 47 Grad. Kern, das sollte uns reichen. Sehr, sehr schön. Das jetzt bitte ganz fein in Tranchen, schönes Stück, aufschneiden. So ungefähr stelle ich mir das vor, also innen noch einen schönen Blökern, ne, zack, und damit belegt ihr euch jetzt eure Focaccia erstmal ordentlich. Ich mache das mal schnell fertig. Na? So, ne? Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen. Also, Steak ist drauf, jetzt geht es weiter mit den Tomaten, die auch einfach oben rüber. Zack, zack, zack. Würzen tun wir quasi fast ganz zum Schluss erst. Ja, ein bisschen Tomate, ein bisschen was Grünes. Ist ja auch gesund. Darauf kommt jetzt der Mozzarella. Ja, ordentlich Käse, Freunde. Ordentlich Käse. Geil. Mir schmeckt das jetzt schon, ne? Mir schmeckt das jetzt schon. Keine Sorge, die zwei Stücken, die hier noch bleiben, die sind für den Muff. Ne? Also hier verkommt nichts, das kriegt alles der Hund. Oder Mutti. Mal gucken. Ein bisschen Salz können wir schon rangeben. Und ein bisschen Kokosblütenzucker. Ne, ist die falsche. Zack. Weil zu Tomate, Freunde, immer Kokosblütenzucker. Ne? Machen wir aber lieber mit der Hand heute, sonst wird das zu viel. Wir wollen nur eine Prise drüber haben. Ja, wundervoll. Und so geht das jetzt auf den Grill. Und unsere Focaccia, zack, gehen jetzt hier rüber in den indirekten Bereich.
Sehr, sehr schön. Und Deckel zu. Grill ist eingeriegelt auf ca. 200 Grad. Jetzt 10 Minuten und dann können wir essen. Und 12 Minuten später, wir holen unseren ersten Kameraden runter. Boah. Geil, 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 geil. Vorsichtig. Vorsichtig. Oh, Käse ist zerlaufen. Weiter geht's mit einem Schuss Olivenöl. Ja, macht euch ein bisschen was drüber. Oh, wundervoll. Zack. Pfeffern. Jetzt Hello Mediterraneo, ne, um noch ein bisschen viel Grün reinzukriegen. Und da ist ja auch alles mit drin, Freunde. Oh, sieht das schön aus. Und Endstufe Gartenfest. Sehr, sehr schön. Ganz zum Schluss. Huch, jetzt habe ich mich bekleckert. Ganz zum Schluss Creme de Balsamico. Und so ist das fertig. Guckt euch das an. Mmh. Schmackofatz, oder? Jetzt muss ich noch probieren. Boah, also Futter, ne? Es riecht fantastisch, es sieht mega geil aus und es ist eine sehr schnelle Sache, habt ihr gesehen, ne? Steak gemacht, 10, 15 Minuten ist das fertig. Ist auch mal gut für eine Resteverwertung. So, jetzt schneiden wir uns mal hier einen ordentlichen Kollegen ab. Guck mal, Steak ist noch gut, ne? Käse, Tomate, Basilikum, Kräuter, Gewürz. Ihr redet den Kopf. Mmh, ist geil. Mmh. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Mmh. Freunde, auch wenn es euch gefallen hat, macht das nach. Ballert Kommentare über ein Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, ihr wisst Bescheid. Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill.